So, warte. Da versteckt sich nochmal Scrap Metal. Guck mal an. Können wir schon mal die Richtung ändern? Soll ich da einmal raufgehen? Sehr schön. Dann dürfen wir eigentlich theoretischerweise jetzt alles haben, ne? Ich löse schon mal die Bremse. Dann können wir schon mal in die Richtung ein bisschen rollen. Und ich gehe einmal an den Research Table. 100%. Ach, der kann auch kaputt gehen. Krass. So, dann machen wir mal die Schmelze. Da sieht man jetzt, wie lange das dauert. Okay. So. Wie baue ich die jetzt? Habe ich die jetzt im Inventar? Nein. Build a Smelter. Wie mache ich das? Also wahrscheinlich Baumenü T, ne? Ah, hier. Nochmal 4. Achso, wir haben den jetzt erst researched. Achso, genau. Das heißt, wir haben den jetzt erst entdeckt. Also wie man den baut. Quasi, was das ist. Also müssen wir das erst researchen. Und dann können wir quasi erst bauen. Das heißt, wir müssen noch mehr Scrap Metal sammeln. So, da sehe ich, glaube ich, Wood. Vielleicht ist da noch irgendwo in der Nähe noch ein bisschen... Scrap Metal auch in der Nähe. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was es ist. Ist es eine Parallelwelt? Ist es eine Welt, wo mal was war? Oder... Weil es sieht so aus, als wäre das hier alles zerbrochen. Es kann natürlich sein, dass es auch... Wie gesagt, mal was war. Komm, ich löse das einfach mal. Und dann mache ich mal hier Vollgas. Na, das war nicht Vollgas. So. Dann können wir unterwegs einfach vielleicht ein bisschen sammeln. So, der Zug rollt. Wir gleich mit. Ich denke, der wird uns ziehen, ne? Oder? Zieht er uns? Uah, ja, natürlich. Uah. Das Problem ist, ich habe Angst, dass wir jetzt nicht mehr zum Zug kommen. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Uah, Hilfe. Aua. Aua, nein. Uah. Back to the train. Kann ich mich einrollen? Ja. Das war, glaube ich, nicht gut. Uah. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Wir haben Schaden genommen. Das war keine gute Idee. gut, dass es diese Taste F gibt, damit man sich zum Zug zurückziehen lassen kann. Das ist natürlich supi. Das ist natürlich sehr geil. So, ich sehe dort Scrap Metal. Weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Zweimal. Komm her. Nein, kommen wir nicht dran. Mist. Müssen wir noch ein Stück rollen lassen. Ich glaube, wenn wir den Zug rollen lassen, dann geht's, glaube ich, ne? Das machen wir mal. Das dürfte ja dann eigentlich gehen. So. Dann haben wir jetzt dreimal Scrap Metal. Wood. Ah, Wood steht sogar brennbar. Tatsächlich. Natürlich nice. So. Da ist auch nochmal Wood. Wie viel haben wir denn? 5 und Nummer 4. Also 9 mal. Hier gibt es doch bestimmt Scrap Metal, oder? Da sehe ich doch was. Ich komme! Lastkraftwagenfahrer. Nee, Zugfahrer, ne? Zugfahrer, Motherfucker! So, nehme ich mit. Da ist nochmal ein bisschen, was es auch immer es ist. Es ist Chemikalie. Die wir wahrscheinlich brauchen. Oh, da oben ist nochmal Scrap Metal. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Je mehr wir haben, desto besser. Da ist auch nochmal Wood. Wood. Ich und mein Holz. Wo war denn jetzt das Scrap Metal? Da. Komm ich da hin? Ja. So gerade eben. Und da sehe ich Scrap Metal. Also das heißt, wenn man am Band ist und der Zug fährt und man stößt irgendwo gegen, dann nehmen wir Schaden. Das ist natürlich schon mal zu wissen. So. Wir haben, glaube ich, jetzt alles für die Schmelze. Dann würde ich sagen, bauen wir die mal. Und platzieren die. Einfach mal vielleicht hier hin. Ich platziere die mal vorne hin. Dann nimmt sie nicht so viel Platz weg. Am besten so, oder? Ah, ich mach den mal hier hin. Ja, da. Da hätte ich sie gerne. So, Buch packen wir wieder ein. So, zweimal
Iron Ingo. Fuel müssen wir füllen mit Holz natürlich. Machen wir zwei Stück. Hat er die jetzt reingepackt oder nicht? Achso. Und Recipes würde ich gerne quasi jetzt die machen. Create. So, dann brennt der. Ist ja nice. Können wir unterwegs mal ein bisschen gucken wegen Scrap Metal. Ah, da sehe ich noch was. Können wir denn auch mehr herstellen? Achso, wir brauchen ein bisschen mehr. Alles klar. Wir brauchen noch mehr Scrap Metal. Wenn ich irgendwo was sehe. Da hinten, glaube ich. Was ist das denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Was ist das da? Ich will das gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Hilfe! Wie geil das einfach aussieht mit dem Zug. Oh ja, hier fährt die Bahn wieder ein auf Gleis 17. Oh, das wird, glaube ich, noch sehr, sehr interessant, das Spiel. Naja. So. Jetzt dürfen wir eigentlich bei der Schmelze noch einen herstellen. Ah, hier kann man wahrscheinlich einstellen, wie viele. So, ich gucke währenddessen trotzdem einfach mal nach, habe ich das gerade richtig gesehen? Kann man auch was anderes herstellen? Copper Bar und Iron Bar. Ach, Copper. Okay, da brauchen wir natürlich Kupfer. Und, ach guck mal, Chemikalien. Dann können wir Kupferbarren herstellen. Jetzt haben wir Stahlbarren hergestellt. Und, so. Iron Ingo. Oh, warte mal. Wood nehme ich mit. Aber Iron Ingo findet man nicht so viel, ne? Was ist das hier? Okay. Organisch. Aber dieses Scrap Metal ist schon, ja. Haben wir natürlich jetzt nicht mehr, ne? Ja, fehlt uns zweimal. Zwei Barren. Was können wir denn damit herstellen? Sag mal. Ist das Tutorial schon vorbei? Boden können wir bauen. Was bringt uns das? Gar nichts, wir haben Boden. Guck trotzdem nochmal eben, ob wir hier zwischendurch ein bisschen Scrap Metal mitnehmen. Können wir denn irgendwas noch erlernen? Oh ja, eine Kiste. Oh ja, eine Kiste wäre supi. Dann können wir vielleicht unsere Sachen lagern. Das wäre. Oh, warte mal. Können wir unsere Sachen ein bisschen lagern? Oh, was ist das denn? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist schon wieder da. Noch tut es uns nichts. Aber es muss ja nichts bedeuten, ne? Sonst sehe ich aber auch kein Scrap Metal mehr. So, wir fahren mal weiter. Vorsichtshalber. Haben wir denn alles, sag mal, für eine Kiste? Ah, zweimal Barren brauchen wir nochmal. Aber die haben wir die nicht? Haben wir die Barren nicht? Hey, wofür habe ich denn die Barren gebraucht gerade? Hey, ich hatte doch zwei Barren. Hä? Hatte ich nicht. Warte mal, wir haben zwei Barren hergestellt und. Die sind weg oder wie? Hä? Oder? Oder habe ich die für irgendwas... Habe ich irgendwas gebaut? Nee. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich ein bisschen, bisschen durch den Wind. Ich habe doch nichts gebaut, oder? Ach, wir brauchen... Ach ja, stimmt. Wir brauchen ja zum... Ah, stimmt, zum Researchen, zum Erlernen brauchen wir ja auch die Barren, stimmt ja. So, dann machen wir erstmal hier wieder. Jetzt
brauchen wir wieder Scrap Metal. Da ist was. Ich habe schon gesehen, wir können wieder neue Sachen erlernen. Oh, da ist nochmal Scrap Metal. Oh, oh, oh. Nein, uah. Hallo? Einmal zurück, bitte. Das würde ich gerne aber mitnehmen. Ich hoffe, das Ding kommt jetzt nicht da, was auch immer das sein mag. Vielleicht lernen wir das auch noch, was das ist. So. Einmal mit in die andere Richtung. So, Fuel, Holz haben wir da. Und wir stellen nochmal ein Barren her. Das ist halt echt supi. So, Holz immer das Wichtigste in Survival Game und Metall. Ich will gar nicht wissen, was das ist für ein Vieh da hinten. Ob wir dagegen wohl kämpfen müssen? Und ob es wohl hier auch andere Leute gibt, die hier in diesem, na sag mal schnell, in diesem Void leben? So, dann craften wir uns mal eine Kiste, die ich mal rotaten möchte. Dann würde ich die einfach mal hier so hin platzieren, weil die hier so schnuckelig reinpasst. Na, ist du wohl? Na, war gerade. Komm, na, so. So, jetzt aber. So. Dasselbe Problem wie im Survival Game: Platzmangel. Oh, toll, drei Plätze. Wow. So, packen wir das mal da rein. Das hier, was auch immer das ist. Was, oh, Food ist das. Oh, gibt 5 Food. Das gibt zu trinken. Ah, nice. Können wir das, wissen wir das auf jeden Fall, dass wir schon mal trinken? Das deckt auf jeden Fall nur 5 von. Dann packen wir die hier mal hin. So, Wood stackt da auch noch 5. Okay. Gut, dann wissen wir davon, dass es schon mal Essen und Trinken. Dann können wir ja noch mal ein bisschen weiter düsen. Aber ich glaube, tutorialmäßig ist jetzt hier alles abgeschlossen. Ich glaube, mehr kriegen wir auch nicht erklärt. Was haben wir hier? Copper-Komponenz. Okay. Copper-Pipe und Wire. Basic-Komponenz, Gear and Spring. Und Workbench 1. Das ist natürlich geil. 3 Barren und 7-mal Holz haben wir. Also Barren nicht. Dann würde ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen Scrap Metal sammeln. Da hinten ist nochmal Wood. Voll niedlich. Mit dem Wire kann man bestimmt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, dass man wahrscheinlich vielleicht weiter vom Zug wegkommt. Da ist Holz, ne? Ja. Komm ja, ob die Schiene irgendwann endet. Da ist auf jeden Fall Essen und Trinken. Oder zumindest Trinken, oder? Ja, es müsste Trinken sein. Dry Ice ist Trinken. Da ist Scrap Metal. Nice. Lass den Zug einfach mal rollen. Kann ja nicht verkehrt sein. Können wir hier so ein bisschen rumschweben währenddessen. Da ist, glaube ich, Essen. Später können wir uns mit Sicherheit auch vernünftige Mahlzeiten machen, die ein bisschen mehr, weil das bringt ja jetzt aktuell nur 5% an Nahrung und alles. Wahrscheinlich spätere bessere Mahlzeiten erstellen, die auch mehr satt machen und so. So wie man es halt kennt vom Survival Game. So, da drüben war Scrap Metal. Cool, wie die Schiene einfach weggeht. Ist schon irgendwie ein geiles Setting, muss ich sagen. Boah, da ist noch mehr Scrap Metal. Moment. Bleib stehen, Zug. Muss man schon ein bisschen sputen, ne? Der Zug ist schon unaufhaltsam am Fahren. Ich meine, gut, wir können ihn ja stoppen, so ist ja nicht. Wood nehme ich auch nochmal mit. Kann man nie genug von haben. Was ist das da? Oh, Wood. So, wenn das zu trinken und zu essen ist, nehmen wir es natürlich mit. Ganz klar.
weil wir ja Essen trinken müssen. Obwohl uns das Spiel das gar nicht gesagt hat, aber wir haben es einfach rausgefunden. Da in sich Scrap Metal. Auf der anderen Seite. Ob wir da rankommen, weiß ich nicht. Oh, das ist ganz schön weit weg. Ah, das geht. Ist ein bisschen wie bei Subnautica, ne? Man muss sich immer irgendwie so einschätzen, so, komme ich da hin, schaffe ich das? Wo man hier nicht um Sauerstoff kämpfen muss. Aber es ist ganz gemütlich. Es ist jetzt irgendwie kein Spiel so, oh, ich muss mich beeilen. Okay, Essen und Trinken wird angezeigt gerade unten. Was sagt das denn? Hälfte haben wir. Einmal, okay. Oh, da drüben war Essen. Essen aber noch gar nicht so viel. Grundnahrungsmittel. Organisches Essen. Was ist das denn da? Das ist auf jeden Fall Essen. Aber was ist das hier? Ah, okay. Pure Ice. Ob Pure Ice wohl ein bisschen mehr bringt? Warte mal eben. Ich würde gerne ein bisschen die Musik ein klein wenig lauter machen. Weil die passt, glaube ich, so ganz gut hier rein. Ja, die ist richtig gut. Passt gut hier rein. Sehr schön. Oh, Scrap Metal. Meine ich das nur oder kommt das Vieh immer näher? Nein, Essen! Uah. So, warte mal. Dann würde ich jetzt einmal essen. Wie funktioniert das? Dry Ice bringt 5% Wasser. Und Pure Ice 10%. Oh ja. Kann ich es einfach usen? Ah, mit E. Ich trinke das einfach mal alles weg. Und essen tue ich auch mal. Was ist das? Das kann ich ja nicht usen, ne? Genau. Wir haben hier noch was drin. Komm, ich esse mich mal satt und trinke mich mal satt. Kann man das hier auch reinpacken? So, jetzt haben wir bestimmt irgendwie was verpasst, ne? So, gut gesättigt geht's weiter. Immer so ein bisschen die Augen offen halten, dass wir vielleicht doch nochmal was finden. Wir können gleich ein paar Barren herstellen. Während ich hier gerade nochmal das Grüne würde ich jetzt nicht mehr sammeln, davon haben wir genug, aber essen und trinken nochmal ein bisschen unterwegs. Wäre vielleicht jetzt gar nicht so verkehrt. Da sehe ich auch nochmal Scrap Metal. Holz können wir auch nochmal organisieren, weil wir es ja brauchen zum Brennen. So. Wie in jedem guten Survival-Game dauert es immer... was ist das denn da hinten? Ach du Heiliger. Ich würde mal eben ein paar Barren brennen, wenn ihr nichts dagegen hättet. Vier Stück. Sehr nice. No Fuel. Kann ich da mehr reinpacken? Drei Stück. Reichen drei? Mal gucken, ob es reicht. Na, boah, diese Musik so, ja. Ich brenne Eisenbarren. Oh mein Gott. Unfucking fassbar. Ja, das wird reichen. So, und dann würde ich sagen, packen wir die in eine Kiste und dann verduften wir. So, vier Stück haben wir. Die packe ich hier rein. So, trinken haben wir noch ein bisschen. Wir haben noch einmal Scrap Metal. Und dann geht's weiter. Bin mal gespannt, was das da hinten ist. Das sieht aus wie eine Tür. Kompass haben wir übrigens auch, sehe ich gerade.
So, okay, das ist so eine... was ist das denn da? Was zur Hölle ist das? Der Pfeil. Da lang. Das sieht aus wie ein Riesengebäude. Ich bin mir aber nicht... Alter, das ist ja... Uff. Map, Map, ich komme. Holy Jesus, was ist das? Boah. Alter. Holy fuck. Könnt ihr jemand die Tür aufmachen? Okay. Okay. Entschuldigung, wo bin ich hier? For some time now, our heroes are trying to understand where they are and who could possibly build such wonders. Was zur Hölle? Upon further inspecting the platform, it becomes obvious to them that someone used to live here. An idea occurs to our brave adventurers, investigating the abandoned depot. Ein verlassenes Depot? Ach krass, das können wir jetzt untersuchen. Alter, wie geil ist das denn? Holy shit. Wahrscheinlich brauchen wir deswegen auch Waffen, weil wir dann wahrscheinlich auch vielleicht irgendwas... Alter, wie geil das einfach aussieht, das Spiel. Holy shit, ist das gut. Das gefällt mir richtig gut. Das ist genau mein Setting. Oh nee. Hier gar nicht sein. Was ist das hier alles? Hallo? Get inside. Ja, ich... Was? Soll ich vielleicht doch mit Kamera aufnehmen? Vielleicht bei der nächsten Aufnahmesession spiele ich mit Kamera. Mal gucken. Aber jetzt gerade ist es so mega warm. Und, ja. Da sitzt man halt nicht so gut bekleidet vor dem Rechner. Und ja, deswegen. So. Ach, ich bin so gespannt auf die Story dann, wie das so... Boah, das ist bestimmt richtig cool. Technikgebäude. Lol. Gebäude. Hochdruck. Aber es ist noch nicht auf Deutsch. Wundert mich ein bisschen. Entzündlich. Oh, blaues Licht. Was macht es? Blau. Pick up a Revolver. Ja. Oha. Ja. Somebody has been in good graces with the goddess of luck. Okay, man kann da drauf schießen. Ja, ist ganz toll. Trotzdem einmal umgucken. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie was. Wisst ihr, woran mich das jetzt gerade ein bisschen erinnert? Ein bisschen an Bioshock, so vom Setting. Hat ein klein wenig was echt von Bioshock. Was steht hier? Einhorn ließ Liebe? Ist das Einhornliebe? Da steht Einhornliebe! Da steht Einhornliebe! No, Hashtag Einhornliebe! Huch, was? Das ist ja süß. Ja. Oh, okay. Kann ich den auch einfach so schlagen? Ich will nicht schießen. Alter. Oh, wir haben aber unten endlich Munition in dem Revolver. Oh, krass. Interact? Wie Interact? Hä? Was? Wo? Hätten wir das Holster einfach rausreißen können wahrscheinlich. Weil unten rechts ist das Unendlich-Symbol. Vorsicht, hohe Temperatur. Ist das gut, hier mit dem Revolver zu arbeiten?
Ich frage für einen Freund. Boah, ich mag ja so Technikgedöns, ne? Sowas hier so. So industriell und alles. Finde ich ja voll geil. Oh, der Stuhl ist ja bequem. Kann ich den craften? Mitnehmen vielleicht so? Ah. Ah, hier bleibe ich. Hier wohne ich. So, da ist unser Zug. Wo müssen wir denn jetzt hin? Leave's Depot? Ich will aber noch nicht leaven. Och Mann, ich finde es so schön hier. Na dann. Kann ich die auch wegstecken? Ja, jetzt habe ich sie weggesteckt, weiß aber nicht mehr, wie sie kriege. Ah, okay. So. Wie rüste ich sie wieder aus? Mausrad. Okay, gut. Lockdown Parking. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht ein bisschen aus wie ein Phantasialand. Die neue Achterbahn. Draisine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, dann geht's weiter. Dann, haben wir das auch mal gesehen. Guck mal, jetzt ist alles grün. Gibt's verschiedene Voids vielleicht? Also verschiedene Bereiche. So, da ist Essen. Ich schätze, das Teil ist vielleicht einfach nur da, damit man nicht zurückfährt. Also nach einer gewissen Zeit. Könnte ich mir vorstellen. Was ist das denn da? Ach, das ist für das grüne Zeug, ne? Okay. So, wir sollten mal ein bisschen was researchen. Damit wir ein bisschen weiterkommen. So, was können wir denn machen? Lass mal Workbench 1 mit 3 Barren. Unlock Blueprints, Gear und Spring. Unlock Blueprints, Bolts. Also Schrauben, Copper Pipe und Wire. Also Kupferrohre. Und Kupferdrähte. Ist natürlich geil, aber ich glaube, ich mache erstmal die Workbench. Mit dreimal Barren. Die holen wir uns mal raus. Dann können wir tatsächlich nochmal Barren herstellen. Ein. Weil wir ja auch noch Scrap Metal haben. So, dann lernen wir das mal.